Ja, damit sage ich herzlich willkommen zum neuen Projekt. Und zwar werde ich den Bus-Simulator, wie man hier sehen kann, den 21er, die 21er Version für die PS5 spielen. Aber ich spiele die PS4 Version, denn es hat einen Grund. Ich möchte ja beide Spiele die volle Trophäen erreichen. Das bedeutet, ich möchte das Spiel gerne platinieren. Und man, so wie ich das gelesen habe, kann man die PS4-Version die Speicherstände mit rübernehmen zur PS5-Version. Ich bin einfach mal gespannt, wenn ich alle Trophäen hier freischalte. Wie lange das dauert, weiß ich nicht. Wie lange das Projekt geht, weiß ich auch nicht. Das ist jetzt einfach so ein Testvideo. Ich denke, ich werde jetzt zwei Testvideos aufnehmen. Dann mal gucken, wie es ankommt. Soll es gut ankommen, geht es natürlich weiter. Na, und ich habe den Kopf doch gar nicht ausgewählt. Hautfarbe. Und genau. Deswegen würde ich sagen, müssen wir noch die Frisur, Gesicht. Hier stimmt irgendetwas gar nicht. Zubehör, Brille brauchen wir nicht. Ich denke mal, Mütze. Ich denke mal, lasse so. Aber Frisur. Dann brauchen wir auch keine Mütze, oder? Na, Gesichtsbehaarung, was gibt's? Schau mal noch nach. Kann man hier ran? So kann man. Was ist das denn? Nee. Was ist das? Die andere? Stimmt, ich nehme die hier. Na. Passt eigentlich, ne? Ich würde sagen, let's go. Dann starten wir einfach mal den Bus-Simulator. Ja, stehen wir schon, ne? Ja, ich bin mehr als zufrieden und ich würde sagen, let's go. Na, Änderung übernehmen, wie man hier sehen kann. Na. Ja, Erweiterung schaue ich mal nach. Also die Kosten, stimmt, da war ja irgendwas gewesen, aber Season Pass war kostenlos gewesen, ne? Den lade ich mal runter. Und die erweiterte Tram ist nicht verfügbar. Gut, vielleicht liegt es daran. Ich mache kurz einen Cut und dann, wenn es losgeht, starten wir dann. Aber gut, die Kartenerweiterung ist jetzt geladen. Vielleicht liegt es da. Ich weiß nicht, müssen wir das Spiel nochmal neu starten? Gut, ich würde einmal sagen, starten wir ein neues Spiel. Wird nach dem Spiel das Einführung von Angel Shores freigeschaltet. Okay. Dann würde ich erstmal sagen, begeben wir uns nach Angel Shores und das. Ich fahre mit einem Tagesspiel zum Entspannen, ja. Ja, das machen wir, ne? Da ich ja sowieso aus Just for Fun spiele, ist mir eigentlich egal, auf welche Stufe, glaube ich, anfangen werde. Brust auf Rädern. Ich könnte das mir auch vorstellen, aber was ich auf jeden Fall dann ausschalten werde, ist die Kasse und das Kontrollieren. Ja. Auch einige Funktionen werde ich sowieso ausschalten. Aber ich werde das, glaube ich, machen. Story, Name des Unternehmens. Ja, so wie mein YouTube-Name. Ja, da ist es. Zack. Ne? Story, Karriere. Oh, gibt Sandbox? Okay, Story. Okay, ich spiele eine führende Rolle in der Geschichte deiner Stadt, entwickle deine Heimatstadt und schalte alle Inhalte während deiner Kampagne mit heraus. Und eine Mission frei, Mission Inhalte frisch begrenztem Guthaben.
Ich setze den Kehrer und baue den. Okay. Alle Fahrzeuge Haltestellung. Ich glaube, mich machen wir in Story, ne? Story-Modus. Genau. Story. Ja, Tutorial. Ja, gut. Tutorial müssen wir eigentlich nicht starten. Ich bin gespannt, auf welche Dings. Auf welche Dings wir spielen. Auf welche Dings. Auf welche Sprache natürlich, ne? Ja, man hat, das haben die immer nicht behoben, ne? Weil da oben, warum ich es gerade angesprochen habe, ich bin gespannt, auf welche Sprache wir spielen, wenn da, weil da oben stand gerade alles auf Recht, alles auf Englisch. Welcome back, everybody. What a fantastic morning. Now, don't touch that radio. I have some great news to announce. Today, a new company will take over public transport. Soon, we will see buses roaming our city day and night. This will make it easier to take in all the beauty Angel Shores has to offer. Are you looking for the best food in town? Check out the fantastic restaurants in Oakwood. In the evening, you can head over to West Oakwood and enjoy some sprawling nightlife. That's what I call an Oakwood double combi night. Food and party. Want to spend a nice day out in nature? Just head over to Gold Island for a hike or have a relaxed day at Silver Park. It's the perfect spot to grab a good book and enjoy the silence. For a family day trip, head over to Arnold Park. There are rumors about sea lions living in the waterfront. I've got to see that for myself. Also, if you're into seafood, you won't be disappointed. Talking about the sea, not a single cloud to be had in the coming weeks. So don't forget to check out the amazing beach of Sea View. Or if you'd rather spend the hot days on a shopping trip, head over to Pecunia and experience the impressive skyscrapers of the downtown area. These and many more wonderful places wait to be discovered. And thanks to the new transportation company, it'll be easier than ever to visit them. I'm definitely excited to take the bus home today, but enough talk for now. Let's get to it. Hey, hier drüben. Let's go do it. Vielen Dank für den Kauf der Kartenerweiterung, ja. War sowieso kostenlos, ne, im Norden, in der Nordosten von Angel Shores. Erwarte dich neue Gebiete, Missionen und Routen. Du kannst deine Abenteuer in den neuen Gebieten beginnen, sobald dein Unternehmen den östlichen Innenstadtfuß gefasst hat. Indem du auf das Kartensymbol auf dem Kartenbildschirm klickst. Im Journal Quest findest du weitere Details. Gegen Ego-Perspektive. Hallo, ich bin Mira. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin hier, um dir beim Aufbau deines Busunternehmens zu helfen. Ich freue mich sehr darauf, das Projekt in Angriff zu nehmen. Also gut, eins nach dem anderen. Als Busunternehmer brauchen wir einen Bus. Und das Tolle daran ist, du darfst ihn aussuchen. Sieh dir die drei Busse an. Okay, dann machen wir das. Ich glaube, ich würde schon. Ja. Keine leichte Entscheidung, was? Lass dir Zeit. Genau, ja. Ja, keine leichte Entscheidung. Ich würde auf jeden Fall den Mercedes nehmen, ne? Mercedes-Benz. Oh, deswegen meine ich Open Close Front Door. Ja, ich mache kurz eine Einstellung nach. Ich meine, ich habe ja auf Deutsch, ne, eingestellt. Also, das, man sieht ja, es ist alles auf Deutsch. Deutsch, ne? Ja, aber gut, man kennt das ja. Gut, hier, wie gesagt, Fahrkartenverkauf im Bus. Backon-Automat, Server. Ja, gut, da ist sowieso nicht. Audiosprache, Rampe. Ja, okay.
Aktiviert. Ja, Geschwindigkeitsregel. Fahrzeug schnell starten. Wenn immer du in einem Fahrzeug steigst, wird alles für dich eingeschaltet. Das machen wir doch. Na. Das könnte ich auch machen, ja, wenn wir in längere Zeit inaktiv sind. Und ich würde sagen, damit bin ich fertig, oder? Ja gut, ich meine, ich glaube Bodenschwellen oder so. Ich weiß gar nicht, wo gibt es das hier. Ist mir auch egal. Ja, spiel das ja mit dem Controller. Und jetzt kommt ja der beste Part. Setz dich ans Steuer. Weil ich kein Lenkrad für die PS5 habe. Das Gefühl eines fabrikneuen Busses. Klingt das nicht wunderbar? Ich liebe dieses Geräusch. Oh, und du musst natürlich die Feststellbremse lösen. Naja, wie gesagt, da ich jetzt die einfache Fahrt drin habe, können wir aber loslegen. Mach dich erst ein wenig mit dem Bus vertraut. Fahre so lange um das Gebäude, bis du dich sicher fühlst. Sag, ich fühle mich mit dem Bus sicher. Ich habe das, den Bus-Simulator habe ich auch auf der Xbox gespielt. Ja, ich weiß, was mich erwartet. Und ich denke, ich werde das hier auch so angehen. Wahrscheinlich mit diesem Geld. Ich weiß nicht, ob das noch... Du willst noch, also klar, dieses Modell, richtig? Oder? Großartig. Dann schließen wir... Dieser Bus ist der Ausgangspunkt fürs neue öffentliche Verkehrsnetz von Angel Shores. Auf zur Jungfernfahrt. Das Navigationsgerät zeigt dir den Weg zur ersten Haltestelle. Okay, dann würde ich sagen, let's go. Ist es hier, oder? Weiß ich gar nicht. Nee. Okay. Dann fahren wir mal zur ersten Haltestelle. Ja, ich müsste noch hier die... Ich muss noch einstellen. Die Sitze. Sag den Sitz. Ich weiß gar nicht, wie ging das nochmal. Das Neigung. Das ist Aufsteigen. Fahrzeug. Ach, hier war es gewesen. Okay, wo ist denn das? Rampe. Da, Kameramodus. Sagt weiter nach hinten. Na? Sitz hoch. Ja, ich denke mal so. Ich weiß gar nicht. Ich mache es mal so. Na. Ich glaube, was mir fehlt, sind auch noch die Spiegel. Ja. Ah genau, und was man hier sehen kann. Ne, haben wir neu eingefügt. Oder hinzugefügt. Straßenbahn, ne? Ja. Oh, da ist die erste Haltestelle schon. Siehst du die Markierungen? Sie zeigen dir die perfekte Halteposition an. Oh, und denke an den Blinker. Unsere ersten Fahrgäste. Jetzt kannst du die Türen öffnen. Willkommen auf unserer Jungfernfahrt. Toll! Ich war noch nie bei einer Jungfernfahrt dabei. Siehst du? Die Fahrgäste sind fast so begeistert wie ich. Stelle sicher, dass alle Fahrgäste eingestiegen sind. Schließe dann die Türen und los geht's. Sag den Fahrgästen, dass du die Haltestelle jetzt verlässt. Haltestellen kannst du jetzt. Nun kommt unser Fahrplan ins Spiel. Die Uhr zeigt dir, wann du die nächste Haltestelle erreicht haben musst. Ein zuverlässiges Busunternehmen ist immer pünktlich. Ja, also damit hat sie natürlich recht. Warte kurz, ich muss kurz... Ich mach mal ein bisschen leiser. Ich sag mal so... Busse sind auf jeden Fall pünktlicher. Meistens. Pünktlich. Ne? Was war das denn? Du hast einen Fußgänger angefahren, hab ich gar nicht.
Das schon bei der ersten Fahrt. Meistens pünktlicher als die Deutsche Bahn. Kommt auf an, welches Unternehmen. Kommt auf an, welche Stadt, wo du wohnst, ne? Das Unternehmen bei dir zuständig ist und so, ne? Ja, bei mir, gut, das lasse ich mal aus. Das erwähne ich mal gar nicht. Also Busse kommen natürlich pünktlich, aber es fallen, sagen wir so, sehr viele Fahrten aus. Ne? Wow, auf unserer ersten Fahrt sind viele Fahrgäste dabei. Es sind mehr Leute da, als ich eingeladen habe. Es scheint sich ja umgesprochen zu haben. Ist das nicht großartig? Ja, es wundert mich. Bei meinem Fahrstil hier. Ne? Oh, ein Fahrgast blockiert die Tür. Bitte ihn einzusteigen. Genau, das wollte ich auch, nämlich aus. Aber egal, das lässt trotzdem an. So wegen was gewesen. Hä, wo ist denn der hin? So, ich stand vorne, okay. Ja, sowieso keine Sonne. Anfangs kannte ich die Rechts-bei-Rot-Regel gar nicht. Also nur zur Sicherheit. An einer Kreuzung kannst du immer nach rechts abbiegen, auch wenn die Ampel rot ist. In manchen Bundesstaaten ist das schon seit 50 Jahren so. Erstaunlich, wa? Wait. Das bedeutet, ich kann dafür rot fahren. Okay. Ich mach's jetzt mal an hier. Wo ist denn das hier? Oder war das hier gewesen? Grafikeinstellungen? Motion Blur, mach ich mal aus. Audio. Warte, die Grafik, war das hier gewesen? Nein. Das muss doch hier irgendwann gezeigt werden. Allgefahren. Benutzeroberfläche, war das hier gewesen? Linker Spiegel. Ah. Immer an, der rechte Spiegel, ne? Sichtbar der Minimap. Immer. Ich mache einfach mal immer. Und sonst. Wir blinken nur immer. Sichtbare Zahltagübersicht auch anzeigen. Ich glaube, das ist so in Ordnung. Ich meine, rechts, wie gesagt, wird ja angezeigt, der Spiegel. Bin sicher, eigentlich so gut wie. Für die nächste Haltestelle habe ich einen Freund im Rollstuhl gebeten, uns zu begleiten. So können wir die Rampe ausprobieren. Fahre die Rampe aus, damit Ash einsteigen kann. Okay. Dann machen wir das mal. Zack. Hatte wie gesagt, deswegen brauche ich ja den linken, den rechten Spiegel. Den linken brauche ich ja nicht. Hallo Mira. Ja. Toller Bus. Hallo Ash. Ja. Schön, dich zu sehen. Danke, dass du heute dabei bist. Ein öffentliches Verkehrsnetz in unserer Stadt wird mir das Leben einfacher machen. Das freut mich zu hören. Genieße die Fahrt. Ja, genieße die Fahrt. Und, ich werde... Ich bin für dieses Projekt extra hierher gezogen. Audrey und mir gefällt es hier wirklich gut. Besonders die Strandpromenade. Ich habe gesagt, ich werde erst mit dem Bus in Warte 2 Videos aufnehmen. Hab das erstmal so eingeplant, dass ich glaube 3 Videos wollte ich die Woche veröffentlichen, ne, vom Bus-Simulator. Oder? Ja, ist sowieso jetzt noch das Tutorial. Ne. Genau, das wollte ich auch nochmal reden. Wir müssen nur noch eine Sache prüfen. Als Busfahrer verkaufst du auch Fahrkarten. Lass uns das an der nächsten Haltestelle ausprobieren. Gut, dass ich das ausgestellt habe, ne? Hindernis. Sag nicht, Hindernis habe ich berührt. Hindernis habe ich berührt, weil ich, ja klar, die Gleise. Wie gesagt, ja gut, egal. Ich möchte eine Fahrkarte kaufen. Hey Jackie, ja. Wie geht es dir? Hallo Mira, gut, danke, dass du mich Fahrkarte, hast. Tageskarte, eine. Zahlter Betrag, Restgeld. Zack. An einer Jungfernfahrt teilzunehmen ist echt spannend. Hier sitzt noch ein Bus hier, ne? Prima, alles läuft nach Plan. Die nächste Haltestelle ist auch schon die letzte. Ja, aber ist da schon wieder.
losen Hindernis angefahren. Da frage ich mich, warte mal. So. Wir gehen mal hier hin. Hier bin ich über ein Hindernis gefahren. Ist es wirklich die Schienen? Okay, dann liegt sie nicht an mir, ne? Das wollte ich nochmal klarstellen. Ne? Ja, wenn jetzt die ganze Zeit das aufploppt, dass du in Hindernisse anfährst, dann bringt es auch nichts, dann muss ich es ausstellen, ne? Das ist unsere letzte Haltestelle für heute. Vielen Dank, dass Sie mitgefahren sind. Bis hoffentlich bald. Ash benötigt die Rampe zum Aussteigen. Gemacht. Danke. Auf Wiedersehen. Tschüss, Ash. Das war eine tolle Jungfernfahrt. Alle Fahrgäste sind ausgestiegen und der offizielle Teil der Jungfernfahrt ist damit beendet. Du hast dich gut geschlagen. Fahre den Bus zum Depot zurück. Dort bleibt er stehen. Und du kannst dir einen Kaffee holen. Okay. Ich kann mir einen Kaffee holen, ja. Naja. Den brauche ich auch. So viele Fehler, was hier passiert sind. Guck dir mal die ganzen Schienen an. Ne? Ja, da wurden die Straßen breiter gemacht. Ich denke mal, die wurden breiter gemacht, oder? Das kann gut möglich sein. Na gut, ist auch egal. Ja, mal gucken, wann wir die Straßenbahn sehen. Oder braucht man das DLC für? Oh, kann man da runter? Ich weiß gar nicht. Das schaut interessant aus, ne? Naja, egal. Ich denke mal schon. Na, ich weiß nicht. Ich meine, das könnte man versuchen. Dort runter zu gehen. Fahre langsam zu einer der Türen. Ob wir dort. Muss eine U-Bahn-Schacht sein, ne? U-Bahn-Schacht muss eine U-Bahn-Station sein. Naja, gut. Ich denke mal, ihr wisst, was ich damit sagen möchte. Oder meine. Ja. Das ist auf jeden Fall interessant. Parke jetzt den Bus und fertig. Super. Muss ich alles hier machen, ne? Motor aus. Zack. So. Ist die schon gelöst? Weiß gar nicht. Achso, ich habe vergessen, Türen zu öffnen, ne? Ja, ich glaube jetzt. Ah, doch, die genau. Mein Team und ich werden dir helfen, ein fantastisches Streckennetz aufzubauen. Das. Was für ein schöner Bus! Oh, tut mir leid, wo sind meine Manieren? Ich bin Steve, Leiter des Busdepots. Sobald sie geparkt sind, kümmern ich und mein Team uns um deine Busse. Du kannst Steve das Einparken überlassen. Das war ein guter erster Tag. Bis morgen. Okay. Ja, willkommen in Angel Shores. Guten Morgen. Bereit für unser nächstes Abenteuer? Ich habe schon unsere erste Route eingerichtet. Die Einwohner von Angel Shores sind gespannt auf unseren neuen Bus. Ja, aber ich denke mal, das mache ich dann Du kannst jederzeit übernehmen. Im nächsten Video. Und dann würde ich sagen, bis dann. Macht's gut. Vielen Dank fürs Einschalten. Und dann, ja, würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Mal, ne? Macht's gut. Ich bin raus. Und, ja. Sprich mit dem Fahrer und übernimm das Steuer. Bis dann, ne? Bis zum nächsten Video von Bus-Simulator. Und, ja. Ciao, ciao.